Sonntag, 11. Oktober 2020. Sagte Jesus: Mein Volk, im Evangelium habe ich ein Gleichnis über einen König gegeben, der sein Volk zu einem großen Fest rief, das das Königreich des Himmels darstellte. Dieses stellt auch das Hochzeitsfest dar, zu dem ich meine Gläubigen im Himmel rufe. Einige Leute weigerten sich, zu diesem Fest zu kommen, und sie töteten sogar die Diener des Königs. Also schickte der König seine Soldaten, um die bösen Menschen zu töten, und brannte ihre Stadt nieder. Dann brachte der König Menschen von den Straßen herein, aber eine Person war nicht mit einem Hochzeitskleid bekleidet, so dass sie gefesselt und nach draußen geworfen wurde. Das Ende desgleichen ist, es lässt sich wie folgt zusammenfassen: Viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Einige Seelen weigern sich, meinem geistlichen Ruf zu folgen, aber beim Gericht werden nur meine Gläubigen in den Himmel aufgenommen. Ein Teil ihrer Vorbereitung auf das Gericht besteht darin, ihre Seele durch häufiges Beichten reinzuhalten. Sie brauchen ihr Hochzeitsgewand aus meinen Sakramenten und eine reine Seele. Wenn ihr euch der Zeit der Trübsal nähert, werdet ihr meine Erfahrung der Warnung machen und dann den Ruf erhalten, zu meinen Zufluchten zu kommen, um Schutz vor den Bösen zu suchen. Wiederum wird nur meinen Gläubigen mit einem Kreuz auf der Stirn von meinem Zufluchtengel erlaubt werden, meine Zufluchtsorte zu betreten. Alle meine Gläubigen und Bekehrten, die sich nach der Warnung bekehrt haben, werden von meinen Engeln ein unsichtbares Kreuz auf die Stirn setzen lassen, damit sie in meine Zufluchten kommen dürfen. Nochmals, viele sind berufen, aber nur meine Gläubigen werden auserwählt werden, meine Zufluchten zu betreten und in mein Hochzeitsmahl im Himmel einzutreten. Übersetzt mit www.dpl.com/translator, kostenlose Version.